Moin Moin. Eine zentrale Frage bewegt alle Kaufleute am Ende einer Periode, also am Ende eines Monats, eines Quartals oder eines Jahres. Wie erfolgreich war mein Unternehmen? Dieser Frage wollen wir in diesem Video nachgehen und greifen hierzu auf die Daten des Hauptbuchs am Ende des ersten Geschäftstages zurück. So sieht im Hauptbuch der Vermögens- und der Finanzierungsbereich aus. Hier der Leistungsbereich, mit dem Sie sich hinsichtlich der Erfolgsermittlung zuerst auseinandersetzen müssen. Um mittels der Konten des Leistungsbereichs den wirtschaftlichen Erfolg ermitteln zu können, müssen Sie die Konten abschließen und die Salden auf dem Gewinn- und Verlustkonto zusammenführen. Die Vorgehensweise haben Sie im Rahmen der Ausführung zum Thema Grund- und Hauptbuch kennengelernt. Auf dem Konto Wareneinkauf steht der Saldo auf der Habenseite. Da alle Bewegungen im Buchhaltungssystem nur per Buchungssatz erfolgen, muss diesem Werteabfluss auf dem Konto Wareneinkauf ein Wertezufluss gegenüberstehen. Der Wertezufluss erfolgt auf dem Gewinn- und Verlustkonto. Denn dieses Konto sammelt alle Aufwendungen und Erträge am Ende einer Periode. Auf dem Konto Warenverkauf steht der Saldo auf der Sollseite. Da alle Bewegungen im Buchhaltungssystem nur per Buchungssatz erfolgen, muss diesem Wertezufluss auf dem Konto Warenverkauf ein Werteabfluss gegenüberstehen. Der Werteabfluss erfolgt auf dem Gewinn- und Verlustkonto. Der Saldo des G&V-Kontos stellt den Erfolg dar, das bedeutet, ist die Summe der Erträge höher als die Summe der Aufwendungen, dann liegt ein Gewinn vor. Ist die Summe der Erträge kleiner als die Summe der Aufwendungen, liegt ein Verlust vor. In unserem Falle liegt ein Gewinn vor, denn der Saldo des G&V-Kontos befindet sich auf der Sollseite des Kontos. Gewinne und Verluste stellen die positive oder negative Verzinsung der Kapitaleinlage dar. Daher wird das G&V-Konto grundsätzlich über das Konto Eigenkapital abgeschlossen. Hier im Journal finden Sie unter der Überschrift Vorbereitende Abschlussbuchungen die Buchungssätze zum Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten auf G&V und den Buchungssatz zum Abschluss des G&V-Kontos auf Kapitaleinlage. Den Abschluss des Buchhaltungssystems stellt der Abschluss der Konten des Leistungs- und Finanzierungsbereiches dar. Im Vermögens- und Finanzierungsbereich finden Sie nach Abschluss der Konten des Leistungsbereichs die folgende Situation vor. Die Konten dieser Bereiche der Buchführung sind über das Konto mit dem Namen Schlussbilanzkonto abzuschließen. Nach Abschluss dieser Arbeiten sieht die Situation wie folgt aus. Im vorliegenden Fall finden wir die Salden der Konten des Vermögensbereichs alle auf der Habenseite der Konten. Es handelt sich also um Werteabflüsse. Die dazugehörigen Wertezuflüsse erfolgen auf dem Schlussbilanzkonto. Die Salden der Konten des Finanzierungs- oder Schuldenbereichs haben in unserem Fall all ihre Salden auf der Sollseite der Konten. Es handelt sich also um Wertezuflüsse. Die dazugehörigen Werteabflüsse erfolgen auf dem Schlussbilanzkonto. Die entsprechenden Buchungssätze finden Sie in diesem Journal unter der Überschrift Abschlussbuchung. Hier der Buchungssatz zum Abschluss der Konten des Vermögensbereichs. Ihm folgt der Buchungssatz zum Abschluss der Konten des Finanzierungs- oder Schuldensbereichs. Da sich unser System immer im Gleichgewicht befinden muss, darf auf dem Schlussbilanzkonto kein Saldo entstehen. Die Kontensummen der Sollseite und der Habenseite des SBGA-Kontos müssen gleich groß sein. Als Konsequenz müssen die beiden Abschlussbuchungssätze auch auf SBK dieselben Beträge ausweisen. Sollten die Beträge der beiden Abschlussbuchungen nicht identisch sein, muss zwangsläufig ein Fehler bei den Buchungen vorliegen. Dann gilt es, den Fehler im Journal und im Hauptbuch zu suchen. Keine erfreuliche Arbeit. Ich hoffe, dass Ihnen der Buchführung zukünftig keine Fehler unterlaufen. Es hilft bei der Fehlervermeidung, wenn man die Arbeitsschritte strukturiert durchführt und ein hohes Maß an Ordnung walten lässt. Sie haben das System der Buchführung erfolgreich durchlaufen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.